Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu Pack Opening Nummer 2 in FIFA 18. Heute wird mal wieder eskaliert und heute wird der Sergio Aguero in unserem Pack sein, bestimmt. Oder ein Paulo Dybala oder ja, Mustafi wäre auch schon okay. Oder Valencia, das absolute Biest, oder der Dries fucking Mertens. Wir werden es sehen. Lasst auf jeden Fall mal wieder gerne einen Like da für mehr FIFA 18, für mehr FIFA 18 Pack Openings. Und checkt jetzt unbedingt auch noch meine Karriere ab, denn ich habe jetzt mit der Karriere angefangen, mit dem Karrieremodus und mit welchem Verein, das seht ihr wahrscheinlich jetzt schon direkt. Und wer Bock hat, es ist ein Drittliga-Verein, der kann jetzt gerne meinen Channel RealMX abonnieren direkt. Wir haben die Folge schon hochgeladen. Checkt den Karrieremodus ab. Ich habe richtig Bock. Ich bin im Hype. Ich bin überall im Hype. Und jetzt, ja, machen wir mal weiter. Das war genug Werbung für heute. Und wir werden natürlich einiges an FIFA Points verziehen. Und ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt eine dicke Karte bekommen werden. Ein Workout muss eigentlich schon drin sein. Oder einfach ein richtig heftiger Inform. Wir werden es sehen. Checkt auf jeden Fall auch noch mein letztes Pack Opening ab. Und dann fällt mir eigentlich gar nicht mehr so viel ein. Ja, wir fangen an mit dem Pack Opening. So, dann wollen wir doch mal starten hier. Zack, erstes 7500er Pack. Und wer wird kommen? Das ist die Frage. Es wird eine Goldkarte. Und das wird ein Batzen mal wieder. Deutschland Workout. Ja, Özil. Jawohl. Jawohl, Digga. Oh, shit. Mesut Özil. Hä? Im ersten und der Deftiger. Jungs, was ist das denn? Workout Nummer 1, Mesut Özil, mein allererster Workout in FIFA 18. Digga, sieht das nice aus. Ich wollte erst sagen, die Animation ist richtig broke. Ne? Bockt einfach, die Batzen kommen. Und ich habe ehrlich gesagt, wie hat man das jetzt erkannt, dass ein Workout kam? Ich weiß es nicht. Mesut Özil, Pack Nummer 1, lit, delicious. Lasst ein Like dafür, dieses Hype Pack Opening. Jetzt kann eigentlich nur noch alles gut werden. Mesut Özil, Junge, wer ist noch dabei? Okay, natürlich keiner, aber das ist egal, im 7500er Pack, Mesut Özil, guckt euch diese Stats an, ja, sind auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich, mal gucken, wie viel wert er ist, ich denke mal, ich schätze jetzt mal, Real FIFA, der Predictor, 70k, ja, das, damit könnte ich leben, Mesut Özil, Digga, Jungs, im ersten Workout Pack, ey, warum ist der nur 40k wert, hä, okay, ein 88 Rated Özil kostet 40.000, egal, ist stabil. Allererstes Pack und wir ziehen direkt ein Workout. Ihr seht es ja an den FIFA Points. Es ist nicht mal gezinkt, Alter. Es ist Memut. Mesut Özil. Nice, Alter. Direkt, ich freue mich richtig. Weitermachen, oder was meint ihr? Jungs, Alter, einfach im ersten Pack ein Workout Özil. Kann man mal machen. Und jetzt kommt's. Eine Goldkarte. Es wird scheiße. Portugal. Bruma. Ja, Bruma. Was heißt hier scheiße, Alter? Bruma. Vom RB Leipzig hier. 93 Tempo. Das ist sehr stabil. Und mal gucken, ob der denn auch seine Moneten wert ist. Ich würde mal sagen, ja. Denn der hat krasse Stats. Und er kostet 3.000, 4.000 Coins. Was wird das heute für ein Pack-Opening? Wenn wir noch Ronaldinho-Ikone ziehen, dann, ja, dann ist es einfach vorbei. Ronaldo, Ronaldo und es wird Cristiano Ronaldo jetzt wahrscheinlich. Oh, es wird wieder, komm schon, Spanien, oh nein, Rechtsverteidiger. Oh, Carvajal, Beast, Alter, der beste Rechtsverteidiger im Game, glaube ich sogar. Schmeckt, das schmeckt, Alter, das ist schon mal sehr ordentlich. Der Carvajal von Real Madrid, ja. Also, und Kaká noch Legende dazu. Ich kann mich erstmal nicht beschweren. Wir werden jetzt mal schauen, was der denn kostet. Und er kostet, ja gut, 5000 Coins. Da, aber die Masse macht's. Oh shit, es wird Sabitzer. Alter, was haben wir hier mit RB Leipzig heute? Aber der hat auch gutes Geld. Ronaldo, bam. Ronaldo, bam. Ronaldo, gib mir ein Ronaldo. Gib mir ein Ronaldo. Nein, es wird eine normale Goldkarte. England, da kann immer was Gutes gehen. Und dieses Butland, ein OP-Goalkeeper, vor allem Premier League, kostet immer was. Also vor allem jetzt am Anfang, jeder will ein Premier League-Team. Jetzt hier bitte weitere gute Spieler für mein Portemonnaie. Jawohl, Gold, jawohl, komm schon, Workout Nummer 2, Holland, es wird... Rom, ach du Scheiße, oh, der hat 84?
jetzt droht, Mann. Ich dachte, jetzt kommt Arjen. Ich dachte, jetzt kommt Flügelflitzer Arjen Robben mit seiner schönen Glatze. Nein, es kommt Strohmann, der eine 84er Gesamtwertung hat. Auch eigentlich gar nicht so schlecht, diese Karte. Wenn man sie sich jetzt nochmal genauer anguckt und analysiert, der hat überall über 70, außer das Tempo. Aber das kriegt man mit Shadow oder so natürlich wieder raus. Also könnte er auch was wert sein. Theoretisch. Ja, und praktisch ist er auch was wert. Ich glaube sogar fast 4000. FIFA Points. Die FIFA Points, die gehen mal wieder nach unten. Sie gehen nach unten wie sonst was. Und jetzt ziehen wir eine normale Goldkarte. Frankreich, ZOM, Paris. Ben Arfa. Ben Arfa mit 81. Der hat ja gar nicht gespielt letzte Saison. Und deswegen hat er eigentlich noch dafür eine sehr, sehr gute Karte. Hat er denn noch die 5-Star Skills? Müssen wir mal abchecken. Und er hat noch die 5-Star Skills. Also immer noch eine heftige Karte. Und bei PSG, da klingelt doch, glaube ich, das Kästchen, wollte ich schon sagen. Ja, die Kasse, die wird klingeln, oder? 30.000 Sofortkauf und er kostet 3.000 Coins. Komm, zack, nächster dicker Batzen jetzt. Ein Batzen wollen wir sehen. Oh, wir wollen ein Batzen und es kommt keiner. Es ist wer? ZDM. Ach, du heilige Maria, ey. Ich steh jetzt mal auf, Alter. Ich steh jetzt mal auf und wenn ich jetzt hier wieder mich hinsetze, dann will ich jetzt einen Workout, Alter. Workout. Komm schon. Komm schon. Und das wird's. Nein, Alter. Wer wird es sein? Italien, ZM. Parolo. Gar nicht so schlecht. Also, ja. Parolo. Alles jetzt über 70. Ein perfekter Allrounder fürs Mittelfeld der italienischen Liga. Man merke an, diese schönen 81 Physis, die natürlich sehr, sehr herausstechen. Und dann noch dieser wertvolle Preis von 4000 Coins. Komm, anvisieren das Pack und jetzt analysieren. Und das wird eine Goldkarte und das wird... Ah, kein Balken, Alter. Es wird ZM Klassen. Na, okay. Gut, 82 rated hat der. Der hat sogar eine 82er Karte von Everton. Dafür aber auch nicht gerade die Skills. Trotzdem kostet der, guckt euch das mal an, Alter. Das ist so der Premier League Bonus, ne? Digga, wow. Dieses Pack Opening haut mir mal wieder richtig oben. Und da wird jetzt, okay, 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 eine goldene ZM Brasilien Barca Card. Da würde ich doch lieber den Neymar sehen. Ach, den gibt's ja gar nicht mehr. Sag mal, wo ist denn unser zweiter Workout? Wenn ich jetzt mich so recht erinnere, bisher kam noch kein zweiter. Jetzt aber vielleicht. Jawohl, jetzt Argentinien. Oh mein Gott. Warum raste ich bei Argentinien eigentlich aus? Warum zur Hölle mache ich sowas? Ja, ihr könnt mich dafür schlagen, wenn ihr es schafft. Oder ihr macht es einfach jetzt so. Aber, oh, und Tillemont, was haben die denn mit seinem Tempo gemacht? Der ist doch nie im Leben so langsam, oder? Also kann ich mir gar nicht vorstellen. Musaccio, das ist ja eigentlich doch schon wieder ein besseres Pack. Ja, aber Tillemont, der wundert mich gerade mit 53 Tempo. Ist natürlich nicht so geil. Ja, wäre das schön, wenn wir jetzt den Walkout ziehen würden. Es wäre einfach schön. Das wäre schön, Alter. Und es kommt. Es kommt. Moment mal. Das kommt denn hin vor Deutschland. Joshua, nein, in Verteidigung. Oh, Mustafi. Walkout Nummer 2 und beide von Arsenal und beide aus Germany, Alter. Hä? Boom, Alter. Wer sagt hier, ich kann keine Walkouts ziehen? Ja, das hat eigentlich keiner gesagt. Aber Skodran Mustafi, Walkout Nummer 2 und das ein Inform Walkout. Und das ein Inform Walkout. Und das ein Inform Walkout. Weiter drücken. Mustafi mit Mesut Özil. Ich glaub es ja gar nicht mehr. Ich glaub es ja gar nicht mehr. Hä? Jawohl, Alter. Zack, Mann. Oh, shit. Ich wusste nicht mal, dass der Walker, Jungs. Es hätte natürlich auch die Baller, sind wir mal ehrlich sein können, oder Mertens. Aber Mustafi nimmt man gerne. Mustafi nimmt man gerne und der kostet 40.000. Der kostet einfach mehr oder identisch gleich viel wie Mesut Özil. Aber guckt euch mal diese Informs an. Haben die das nicht geil gemacht? Ich feier das. Und das ist unser erster Inform-Workout. Und sogar Workout
beziehungsweise normaler Walkout. Heute ist die Episode der legendären Sachen, die wir hier heute ziehen. Vielleicht noch ein Ronaldinho. Ein Ronaldinho oder Mustafi nochmal. Keine Ahnung. Mustafi, ich weiß nicht, wollen wir den verkaufen? Eigentlich, ne? Muss man diese Informs erstmal hier first. Oh, der hat sogar mittelhoch Arbeitsraten jetzt. Sieht schon stabil aus, vor allem mit Shadow oder so. Wäre der gefährlich. Was wollte ich sagen? Ah ja, die aus dem Team of the Week Nummer 1. Die werden so selten sein. Das heißt, so ein Mertens, so ein Mustafi zum Beispiel auch. Wenn die keine Informs im Laufe der Zeit bekommen, was ich bei Mertens und so weiter eigentlich nicht glaube. Aber bei Mustafi, weiß ich nicht. Dann steigen die natürlich unnormal. Und so ein Skodra Mustafi, pam, auf die Transferliste. Delicious. So, nächste Karte jetzt hier. Das war ja schon mal sehr, sehr nice. Also muss ich ja sagen, es läuft gut heute. Das läuft auch gleich nochmal gut. Ey, was ist denn hier los? Oh, ja! Nani, ja, es gibt Nani. Mit Tolisso. Es gibt Nani mit Tolisso. ich weiß nicht, was ich... Ruhig, Real FIFA. Ich weiß gerade nicht, wo ich hier... Ich, ja, habe gerade in überdimensionalen Universen geschwommen, wie, oder geflogen, ich, keine Ahnung. Aber es ist Nani. Jungs, ihr könnt den Ball flach halten. Es ist Nani, der natürlich auch gut ist. Linker Flügel und einen Batzen hat und kein Ronaldo ist. Mit Tolisso im Pack. Also, ist nicht schlecht. Ist sehr, sehr gut sogar. Und ich muss auch mal gucken, wie viel wert Nani ist. Denn dieses Pack-Opening, das ist dann doch schon einfach nur krass. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt ein Pack nochmal mit. Und ich, Digga, Jungs, keine Ahnung, was ich hier noch sagen soll. Das ist Pack Luck vom Feinsten. Also da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Und Freunde, das war's mit dem Pack Opening Nummer 2. Herzinfarkt Gefahr. Aber sowas von Nani, Digga. Es ist Nani, der auch einen Batzen hat. Wusste ich nicht, aber ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr das Pack-Opening gefeiert habt, welche Spieler ihr gezogen habt, das gibt es doch nicht. Und jetzt ziehen wir hier auch gleich Eder, ja, der das EM-Finaltor gemacht hat gegen Frankreich in der Verlängerung. Ihr wisst Bescheid. Jungs, das war's. Macht's gut. Özil und Mustafi, richtig krass. Und fast Ronaldo. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.